Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Letzte Woche hatten wir ja bereits das letzte Update und heute kam tatsächlich schon direkt das nächste Update raus, und zwar das Update 15.21. Und dazu werde ich euch jetzt alle News zusammenfassen. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solchen Videos mehr verpassen wollt, lasst ihr gerne ein Abo da. Außerdem schaut gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei und tragt natürlich auch gerne meinen Creator-Code TheElCraft im Item-Shop ein. Und damit würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit den ersten Infos. Und zwar erhalten wir direkt heute einen neuen Cup. Als erstes gibt es nämlich den Pelé Cup, den wir auch heute bereits spielen können. Er findet von 18 bis 20 Uhr statt. Wir haben da die Möglichkeit von 18 bis 21 Uhr statt. Über 3 Stunden haben wir die Möglichkeit, 10 Matches zu zocken. Und wenn man dort in die Top 3500 kommt, kann man alle der neuen Fußballskins freischalten. Und bei diesen Fußballskins ist das Besondere, dass man diesmal keine Ländertrikots hat, sondern Club-Trikots hat. Das heißt beispielsweise von Schalke gibt es ein Trikot von unterschiedlichen englischen, amerikanischen Mannschaften und so weiter. Aber immer keine Ländertrikots, wie zum Beispiel keine Deutsche, es gibt kein generelles Deutschland-Trikot oder so. Und das ist immer das Besondere bei diesen Skins. Dort gibt es auch wieder eine Menge neuer Skins eben halt mit ganz unterschiedlichen männlichen Versionen, weiblichen Versionen, die man hier alle sieht. Und man kann, so wie es eben mal scheint, tatsächlich alle mit diesem mit dem Top 3500 Placement in diesem Cup freischalten. Zusätzlich bekommt man auf der Top 3 auch noch ein signiertes Trikot von Pelé. Und dann gibt es zusätzlich auch noch hier 4 weitere Cups, und zwar weitere Fußball-Cups, wo wir wiederum, wenn man dort eben halt unter die Top 100 kommt, auch wieder die ganzen Skins freischalten kann. Die finden alle gleichzeitig statt, also sozusagen muss er nur unter die Top 400 kommen. Das heißt, wenn ihr beispielsweise im Ranking schon seht, wenn ihr etwas später reinstartet, dass dort schon irgendwelche guten Spieler weit oben sind, dann könnt ihr halt einfach einen der anderen Cups auswählen und habt da eventuell ein etwas leichteres Spieler, könnt dadurch leichter in die Top 100 kommen. Auf jeden Fall ganz nice, dass man hier direkt die neuen Fußball-Skins alle kostenlos so bekommen kann. Gestern hatte ich ja bereits auch schon ein Video zur FNCS und zu allen weiteren Cups hochgeladen. Falls euch das Ganze interessiert, checkt es gerne oben in der Infokarte aus, und dazu werde ich euch jetzt nicht nochmal etwas zeigen. Aber ansonsten gibt es auch noch ein paar weitere neue Sachen. Unter anderem wurden natürlich einmal die ganzen Challenges, die ich euch wie gesagt gestern dort im Video gezeigt habe für Arena, wurden jetzt eben halt auch alle übernommen. Das heißt beispielsweise Shockwaves sind raus, Riftfische für Arena sind raus und so weiter. Die ganzen Changes hatte ich euch wie gesagt alles gestern schon erzählt. Und tatsächlich gibt es auch wieder Sandtunneling, sowohl natürlich in den ganzen Public-Modus, als auch natürlich in den ganzen Arena-Modus. Das heißt, ihr könnt jetzt auch wieder in der Wüstenregion neben den Zero-Point-Steinen natürlich auch nochmal das Sand-Handling als weitere Rotation-Methode benutzen. Dann habt ihr es wahrscheinlich auch schon alle gesehen, dass es jetzt den Predator gibt. Das ist nämlich der Secret-Skin in dieser Season. Den kann man sich auch freischalten, wenn man immer den Battle Pass hat. Habt ihr wahrscheinlich ja schon gesehen. Wenn man hier ganz hinten durchgeht, gibt es ja einen Tab, wo man hier die Skins sehen kann, die immer Secret sind, und dafür muss man halt den Predator einmal killen und dann bekommt man immer direkt diesen Skin. Und dazu kann man jetzt natürlich auch nochmal seine ganzen anderen Sachen freischalten, wie zum Beispiel die Lackierung, die Spitzhacke, das Backpack und so weiter. Kann man alles jetzt freischalten, und dafür würde ich sagen, zeige ich euch jetzt einmal den Predator und natürlich auch seine neuen Waffen. Den Predator könnt ihr in Stealthy Stronghold vorfinden, und tatsächlich ist es relativ schwierig, den so direkt zu finden. Man hört zur Musik, wenn man in seiner Nähe ist, und zwar wenn man ungefähr auf dem Viertel von Stealthy Stronghold ist, auf dem er sich befindet. Aber das Problem ist, dass er invisible ist, solange man eben halt ihn nicht angeschossen hat, beziehungsweise nicht instant neben ihm steht. Und er hat immer nur so eine ganz, ganz dünne Umrandung, wodurch es wirklich sehr, sehr schwierig ist, den zu sehen. Und falls ihr übrigens zurzeit versucht, das in Solo zu finden, hier landen 50 Gegner, also im Prinzip impossible, hier in Stealthy Stronghold zurzeit im Solo-Modus zu landen. Aber natürlich in Arena und so ist er, glaube ich, nicht drin. Ich weiß actually nicht, ob er überhaupt drin ist, aber auf jeden Fall kann man seine mythische Waffe nicht finden. So, ich habe den jetzt tatsächlich gefunden. Man sieht jetzt, er ist gerade wieder unsichtbar geworden, und sobald er jemand zu einem kommt, ist er wieder visible, und er ist tatsächlich auch extrem schnell. Also im Prinzip kann er euch eigentlich aus jeder Distance einholen, macht aber nicht so krass Damage, also man dürfte eigentlich nicht gegen den Down gehen, aber er kann einen eben halt auf jeden Fall sehr, sehr gut erschrecken. Und ich würde sagen, ich versuche den jetzt einmal zu killen und dann schauen wir uns gleich die Waffen an. So, damit habe ich den jetzt gekillt. Er droppt einmal 2 Slurpfische, das heißt, man hat auch ganz gut Heal damit auf jeden Fall. Und zusätzlich hat man eben halt noch das Predator Cloaking Device, und damit hat man im Prinzip genau die Abilities
die der Predator auch selbst hat. Und zwar kann man sich unsichtbar machen, das geht alle 30 Sekunden, nachdem natürlich einmal das Ganze hier der Effekt abgelaufen ist, dauert das 30 Sekunden, bis man das nochmal machen kann. Und dadurch kann man eben bald relativ unsichtbar durch überall rumlaufen, aber man hat natürlich immer noch diese leichte Umrandung und dadurch kann man sich auf jeden Fall ganz gut vor anderen Gegnern verstecken bzw. Free Rotations haben, aber da es wie gesagt natürlich nicht in Competitive Playlist drin sein sollte, kann man es natürlich da drin auch nicht benutzen. Und wenn man auf eine Waffe währenddessen switcht oder ins Wasser geht, um zu schwimmen, kann man eben halt wiederum, wird der Effekt aufgehoben. Ansonsten gibt es oben bei Steamy Stacks auch ein weiteres neues Portal, wo wir wahrscheinlich demnächst irgendetwas aus dem Terminator bekommen werden, einen neuen NPC, immer halt genauso wie Stealthy Stronghold, ja jetzt eben halt das Portal hingekommen ist für den Predator, werden wir dort eben halt, wie gesagt, irgendeinen NPC aus dem Terminator bekommen, aber da werden wir wahrscheinlich immer keine Mythic Abilities bekommen, sondern es wird wahrscheinlich wieder ein ganz normaler NPC einfach sein. Damit sind wir auch schon mit diesem Video durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut natürlich gerne nachher auf dem Twitch-Kanal vorbei und ansonsten sehen wir uns morgen im Video wieder. Bis dahin, ciao.